Praktisch keine große Garage in Deutschland kommt ohne sie aus, die schweren Rolltore. Es gibt also sehr, sehr viele davon in unserem Land. Nur, was die wenigsten wissen, sie bergen immense Gefahren, vor allem für Kinder. Denn Rolltore werden bei uns praktisch nie auf ihre Sicherheit überprüft. Ein Versäumnis, das allzu oft schwere Verletzungen nach sich zieht. Inzwischen kann Sven aus Köln wieder lachen, seine linke Hand fast wieder bewegen. Am liebsten springt er nur noch drinnen. Vor 3 Monaten hatte sein Vater Todesangst um seinen Sohn, als er erfuhr, dass Sven schwer verletzt im Krankenhaus lag, nach einem Unfall durch ein Rolltor. Der linke Arm von Sven, das sind die Spuren des Unfalls. Das Handgelenk war gebrochen, der ganze Arm etliche Male gequetscht. Ob er seine Finger jemals wieder richtig bewegen kann, weiß er heute noch nicht. Schuld war ein solches Rollgitter, ein automatisches Tor, wie es fast jede Tiefgarage verschließt. Hunderttausendfach überall in Deutschland. Hier spielt es Sven, er hängt sich an das Tor, eine Mutprobe. Plötzlich das Tor rollt nach oben, Zentimeter um Zentimeter. Sein Arm wird buchstäblich eingerollt. Erst als der Arm komplett eingewickelt ist, stoppt das Tor. Viel zu spät. Und auch die Feuerwehr kann das Tor nicht runterrollen. Es klemmt. Sven weiß nur noch, was vor dem Unfall geschah. 2 Jungs und 1 Mädchen, die haben den Knopf gedrückt. Da wollte ich rausgehen, ist mein T-Shirt hängen geblieben, da bin ich hochgegangen. Rolltore, warum stoppen sie in solchen Fällen nicht automatisch? Von bis zu 30 schweren Unfällen jedes Jahr weiß allein Olaf Vögele, staatlich geprüfter und vereidigter Sachverständiger. Bei seinen Kontrollen stößt er immer wieder auf mangelhafte Tore. Wir begleiten ihn bei seinem Sicherheitscheck durch Hamburg. Gleich das erste Tor, eine gefährliche Schwachstelle. Dieses Seil müsste stramm gespannt sein, damit es, sobald etwas daran stößt, reagiert. Das Seil ist dazu da, ein Hindernis zu erkennen, das oben mit eingewickelt wird. Das heißt, wenn sich eine Person draufschaltet und mitfahren würde, dann müsste das an das Seil anstoßen und über den Endschalter abschalten. Das ist nicht ordnungsgemäß, weil hier jederzeit die Möglichkeit bestehen kann, ein Kind einzuziehen. Das nächste Tor auch nicht viel besser. Nach nur wenigen Blicken findet er die erste Schwachstelle. Die Lichtschranke, die im Notfall das Tor abschaltet, ist viel zu weit entfernt vom Rolltor. Das heißt, ich kann ohne weiteres, kann hier ein Kind wieder eingezogen werden. Und erst wenn der Kopf hier hinkommt, der ist dann so groß, oder die Schulter, dass die Sache dann abschaltet. Ein Arm wäre dann schon eingerollt. Bei einer Prüfung hätte das längst auffallen müssen. Denn mindestens einmal jährlich müssen die Tore von Fachleuten kontrolliert werden. Gesetze, DIN-Vorschriften, davon gibt es reichlich. Doch keiner kontrolliert offenbar, ob sie auch eingehalten werden. Erst wenn ein Kind verletzt wird, werden die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen und die Tore nachgebessert. Zu spät für ihn, den 9-jährigen Roberto aus St. Augustin bei Bonn. Vor 4 Jahren wurde er von einem Rollgitter eingeklemmt. Er überlebte schwer verletzt. Seine Mutter kann das Leid auch heute noch kaum fassen. Immer wieder schaut sie auf die Fotos von ihrem Sohn. Damals, vor dem tragischen Unglück. Heute ist alles anders. Hat gelaufen, ich brauche die Lungen. Jetzt kann er dich nicht mehr, er kann dich nicht bewegen, er kann dir auch nicht mehr gucken, er kann dem Ding gar nicht mehr. An diesem Tor wurde ihr Sohn hochgezogen, steckte fest. Mehr als 20 Minuten bekam er keine Luft. Ein Gutachten belegt, ein vorgeschriebener roter Notschalter war nicht gekennzeichnet. Außerdem, so das Gutachten, war die Handkurbel für die Notbetätigung nicht an der vorgesehenen Stelle vorhanden. Mangelhafte Rolltore, ob in Hamburg oder wie hier in Köln, Olaf Vögele findet in jeder Stadt eklatante Sicherheitslücken. An diesem Gitter ist der Abstand zwischen Mauer und Tor viel zu groß. Schon beim Einbau hätte das auffallen müssen. Den Kinderarm passt da wieder durch, ohne dass hier die Kontaktleiste anspricht. Das stellt einfach ein Problem in der Einzugssituation dar, weil hier könnte ja ein Kind von außen stehen, es könnte die Bedienung stattfinden und das Kind würde damit eingezogen. Wir konfrontieren das zuständige Wohnungsunternehmen mit dem festgestellten Missstand. Also die letzten Prüfprotokolle, die wir haben, haben keine so gravierenden Mängel dargelegt. Wenn Sie sagen, dass seit dieser letzten Prüfung halt Gefahrenquellen aufgetreten sind oder halt diese Mängel bestehen, dann würde ich Sie bitten, mir das schriftlich einzureichen. Keine so gravierenden Mängel, so nennt man das hier. Mängel, die seit Einbau des Tores bestehen. Warum also haben die Verantwortlichen nicht längst gehandelt?
Olaf Vögele hat dafür seine eigene Theorie. Es liegt zum einen daran, dass Betreibergesellschaften Geld sparen wollen. Es liegt zum anderen daran, dass viele Firmen Tore prüfen, die keine Ahnung haben, die einfach zu wenig Zeit dafür haben, weil sie zu wenig Geld dafür nehmen. Eine ordentliche, sachgerechte Prüfung, die dauert eben eine Stunde und kostet rund 150 Euro. Zu viel Geld für die Sicherheit von Kindern? Sie sind darauf angewiesen, dass Rolltore und Gitter funktionieren. Mit allem, was dazugehört. Signalleuchten, Notschalter, Lichtschranken und einer sensiblen Kontaktleiste. Geprüft und sicher, so lassen sich tragische Unfälle verhindern.